Wollte gerade sagen, ich weiß doch, wo ich bin. Okay, so. Oben bin ich ja reingekommen, ne? Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwas verwenden kann. Nein. Jetzt muss ich nur nachgucken, wo konnte ich den Wein. War das hier unten? Mal eben nachschauen, war das hier? Mit der Weinflasche? Nee, nee, nee. Hier war das nicht. Ich muss die Stelle einfach nochmal finden, wo ich die Weinflasche reinpacken konnte. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm. Sieh dich um. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Nee, was Neues kaufen können wir nicht. Mit Vergnügen. Beachte mich gar nicht. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Feuerkraft schon mal erhöht. Das war mir ganz wichtig. Das Ding soll ein bisschen mehr Bums haben. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Aber ich glaube, nichts passiert. Hier ist es immer noch nicht. Also hier kann ich immer noch nichts machen. Nee, dann war das mit der Weinflasche oben. Ich glaube nämlich hier auf der linken Seite. Nee, hier war das. Ha. Da. Aha. Bin ja gar nicht so blöd, ne? So. Was haben wir hier? Hofschlüssel. Nice. Von der anderen Seite verschlossen. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Jetzt gehen wir nochmal auf die rechte Seite. Eben haben wir ja da gefightet. Passt nicht da drauf. Ist hier irgendwelche Vasen? Nö. Hier ist jetzt diesmal auch niemand. Genau, da bin ich durch. Okay. So, ich habe jetzt aber den Hofschlüssel. Das heißt, ich kann eigentlich wieder zum Hof zurückkehren. Oder müsste zum Hof kommen. Vielleicht habe ich da nämlich wieder neue Hinweise.
Sag bloß, ich komme da ja nicht raus. Ich komme hier gar nicht raus. Aber die Frage ist jetzt, wo geht's für mich weiter? Soll ich dich rum? Oh, Junge, Junge, Junge. Abgestanden? Ich finde dich lecker. Hier konnte ich raus. Junge, 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 hab ich mich gerade erschrocken, ey. Was haben wir denn da für eine Tür? Hinten haben wir auch noch eine Tür. Badehaus. Lady Dimitrescus Gemächer. Ach, das sind die Gemächer. Hey, vielleicht komme ich da über die Terrasse drüber. Hallo? Ist da jemand? Ist das Blut? Boah, das sieht aus wie Blut, ne? Ich glaube, das ist Blut. Was? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armeen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, so dass schon bald der Wein fließen möge. Was man hier alles so in einem Schloss findet, ne? Pistolen, Munition.
Okay, dahinter geht's nicht weiter. Hier ist nichts drin. Das ist kein Fenster. Ach, was haben wir hier? Manchmal bin ich ja schon ein bisschen clever, ne? Das, also, ja. Muss ich ja schon sagen. So. Passiert jetzt auch was? Müssen irgendwie angeordnet werden, also das ist nur die Frage, wie. Die Frauen sind blind für die Erwähnten der Männer. Während die Armeen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, warte mal, die müssen, glaube ich, die Frau anbetteln, ne? Kann das sein? Ich mache jetzt nochmal so. Moment. Die tue ich jetzt mal andersrum drehen. Wenn die mal... Ah, jetzt...
Frau muss weggucken. Welche Frau? Das ist hier die Frage. Die rechte oder die linke? Die Frauen sind blind für die erwachsenen Männer, während die Armeen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Reiter zu den drei, die dritte Frau mit dem Glas und die mit der Flasche zur Frau. Alle drehen bis auf das Pferd. Reiter zu den dreien, die dritte Frau, die drei zur Frau mit dem Glas. Okay. So rum. Ich probier's mal. Die drei Männer drehen. Okay. Ja, aber das hatte ich schon gerade schon. Mehrfach. Das habe ich gerade schon mehrfach so gehabt. So, und jetzt das Pferd rüber noch, ne? Aha. Okay, wir kommen jetzt weiter. Endlich. Walla, wie tief geht's? Geht's denn hier bitte? Oh. Wieso bewegt sich das? Errungenschaft. Sehr schön. Ach du Scheiße. Oh, gut, dass denn das auch auffällt hier.
Mami. Wir haben uns gar nicht erschreckt. Nein. Jo. Da geht's wieder raus oder hoch auf jeden Fall. Ich guck jetzt mal noch hier hinten in der Ecke, was da war. Ah, hier ist nichts mehr, ne? Ach doch, Schießpulver, nice. Okay, da muss ich also hin. Oh, mein Puls. Ich sag's euch, ey, mein Puls. Junge. Ist jetzt mal gut hier, ja? Ach, ich bin wieder draußen. Cool. Ach, das sind die Fensterscheiben, die ich kaputt gemacht habe. Ja, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte.
Hier ist nichts dahinter. Das können wir wieder kaputt machen. Das Fenster ist schon im Arsch. Okay. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburt meine Geschwister wären. Allein bei den Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, diesen Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zurück... Was? Zerstückelt. Ah. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss... Hörige Tochter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Okay, also es geht um diese Große hier. So, den Schlüssel habe ich gesehen. Rose, wo bist du? Aha, da war die Tochter auf jeden Fall. Untersuchen. Oh shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus! Denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Hat die mich gerade durch drei Decken nach unten geballert? What the fuck?